So, Leute, willkommen zurück. Das dürfte jetzt auch das Final Level sein und auch mit am anspruchsvollsten. In diesen Türen gibt es jetzt in jeder Tür wieder so ein Gadget, das ich mal kurz zeige. Und der Vogelschnabel darf natürlich nicht fehlen. Ich öffne also einmal kurz jede Tür und klicke dann nochmal drauf auf dieses Dinger. Mal gucken, was sie bringen. Jetzt wurde ich gerade angeschrieben, dass da jemand mein Batman-Let's Play verfolgt. Das ist sehr schön. So. Da haben wir so ein Horn. Da haben wir so ein Wehl. Was auch immer das darstellen soll. Hier haben wir einen Finger. Hallöchen, Finger. Whatever. Ich hätte jetzt Erlüftungsschacht gesagt. Ich weiß auch schon, was das ist. Eine Glocke. Sprungbrett. Ein Stein. Ein Fuß. Ein Flügel. Eine Kanone. Also ich hätte das jetzt Flügel, das könnte aber auch der Schweif von einem Fisch sein. Eine Walflosse oder eine Flosse allgemein. Ein Regenschirm. Ein Feuer. Zähne. Ja, irgendwie so ein Behältnis, was sich vor die Zähne fährt. Eine Karre, Schubkarre oder was auch immer. Eine Fähre. Da kann ich nicht draufklicken. Hier hätten wir nochmal so ein Dingen. So ein Lüftungsschacht. Whatever das darstellen soll. Ein Mannequin, das hüpft. Ein Vogel. Und eine Wolke. Und das Fach habe ich extra zugelassen. Warum? Ganz einfach. Hier ist der Stein drin. Und da ist er weg. Hier ist der Stein drin. Und da ist er weg. Wir können den Stein nicht fangen. Wir müssen die Flugbahn eigentlich ausspionieren. Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken. Genau, das hier unten brauchen wir. Das Sprungbrett. Jetzt fliegt der Stein aufs Sprungbrett und wieder runter. Und so geht es jetzt im Endeffekt die ganze Zeit. Wir müssen den richtigen Pfad finden. Ich weiß ihn allerdings schon, daher... Falsch. Ist das für mich jetzt nicht so schwer, obwohl ich jetzt hier gerade ein bisschen überfordert bin. Ja, der ist richtig. Hier den Finger noch. So. Das dürfte es schon gewesen sein. Das war, glaube ich, schon die richtige Pfad. Nein, nein, nein. Hier muss noch was hin. Puh, beinahe. Beinahe vergessen. Das sind die Gegenstände, die ihr braucht, um das nach vorne zu rufen und den Gegenstand dann einzusetzen. Es ist aber absolut kein Problem, das so oft zu machen, wie ihr wollt. Jetzt kommt hier immer noch einer raus, gerade. Denn immer wenn ihr failt, seht ihr jetzt zum Beispiel, plupp, landet der ungefähr da, wo irgendwas rauskommen müsste. Einfach draufklicken und nochmal machen. Und dann läuft es wieder durch. Wenn also irgendwas weggeht oder so, einfach nochmal draufklicken. Und dann sieht man immer ungefähr, da wo er das erste Mal eigentlich aufprallt, müsst ihr draufklicken, um diese Türen zu öffnen und das Ding dann auch weiterzuleiten. Eigentlich gar nicht mal so kompliziert. Was bringt es mir, wenn ich das Ding jetzt gleich zweimal hier vorne habe? Ach, okay, dann halt nicht, Arschloch. Ja gut, das war's mit diesem Level. Obwohl, war es das schon mit diesem Level? Ich roll mal durch. Ich lasse das hier einfach mal weiter drin, oder? Oder mache ich noch ein extra Level? Nee, mache ich nicht. Ich lasse es in diesem Level. Das Final Ending, mehr oder weniger. Jetzt sind wir im Hintergrund und müssen hier drum rumrollen. Interessanterweise. Ja, ist kein Problem. Machen wir einfach mal. Rollen wir einfach mal um dieses Gebildnis herum. Der Turm von Babel. Ich denke mal, das soll er darstellen. Sieht für mich zumindest danach aus. Hier zoomt der Hintergrund auch noch schön mit hoch. Wir müssen das Ding weiter hoch befördern. Diese kleine Lok. Und da hätten wir sie auch gleich schon oben. Hier baut sich eine schöne Brücke auf, damit es noch weiter für uns hochgeht.
Und noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Und damit wären wir oben. Was passiert jetzt? Wir können auch wieder runterrollen, wenn wir möchten. Dann baut sie auch die Brücke wieder ab. Dauert aber nur lange, bis wir dann zum Ending kommen. Dieser Part wird dann, glaube ich, ein bisschen länger als die restlichen Parts. So, was jetzt? Vielleicht gibt es ein paar, denen es aufgefallen ist, aber ich wette, es gibt auch ein paar, denen es nicht aufgefallen ist. Kotori ist beispielsweise nicht aufgefallen. Und zwar gibt es hier im ganzen Himmel 4 Sterne, die heller leuchten. Da klicken wir drauf und siehe da, im Himmel ist noch eine Tür. Das ist jetzt kein wirkliches Rätsel mehr, das Rumgerolle und da drauf zu klicken. Darum habe ich es jetzt hier noch mit eingefügt. Und hier rollen wir natürlich auch noch hoch und rein. Ich nehme es jetzt noch bis zum Ende auf, bis dann hier wirklich auch steht Ende. Daher dauert der Part ein bisschen länger. Oh, und jetzt? Alles weg? Ah, Moment mal, hier leuchten ja wieder Sterne auf. Na, wer hätte das gedacht? Und jetzt können wir hier Sternbilder zeichnen. Hier halt so ein Oktopus, der hier in der Luft schwimmt. Jetzt hätten wir hier wieder Sternbilder. Hätten wir eine Welle und ein Schiff. Hui. Moing. Moing. Jetzt hätten wir hier wieder Sternbilder. So ein schön V. Dessen Federn echt krank sind, finde ich. Vor allem, weil man die auch mischen kann. Hier wieder ein Sternbild. Der Fischer, wer kennt ihn nicht? Flup. Boing. Und bam. Yeah, du dummer Fisch, du. Stirb. Stirb. Verrecke. Stirb doch. Okay, hier ist das Sternbild. Lassen wir den Fisch mal in Ruhe. Hier hätten wir so eine Blume mit. Ich weiß nicht, was es sein soll. Kotori meinte, es wäre ein Auge, aber das sieht für mich aus wie ein Loch und ein Auge hat nicht unbedingt ein Loch hier in der Mitte. Hier hätten wir so ein Füllhorn, wo, naja, füllhornmäßig halt Essen rauskommt. Was wir dann genüsslich verspeisen können. Und auch das hier drin nicht vergessen, weil sonst kommt, glaube ich, das nächste Sternbild nicht. Hier hätten wir das nächste und hey, es sind wir. Wie wir durch die Gegend fahren. Ja, der bewegt sich jetzt so, wie ich die Maus bewege. Und hey, ein E. Ein N. Ein D. Das N ist falsch rum. Ah, besser. Und damit, Leute, sage ich danke fürs Zusehen. Und ihr schaltet jetzt auch den Sternen frei. Mit den Sternen könnt ihr nochmal in jedes Level switchen, das ihr wollt, um es nochmal zu spielen. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Spiel und dieses kleine Kurzprojekt gefallen. Wie gesagt, es lohnt sich, wenn ihr das Let's Play jetzt geguckt habt und es nicht selbst gespielt habt, dann schlagt mal einen Freund vor, dieses Spiel einfach mal zu spielen. Ihr kennt ja jetzt die Lösung. Ich kann es euch nur empfehlen. Also es war wirklich ein schönes Spiel. Also es ist wirklich ein schönes Spiel. Ein paar Stellen hätte man natürlich deutlich eher als an andere. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, Leute. Ciao.